So, und jetzt kommt YouTube bei eurem Killer Party. Ja, und ich probiere es jetzt gerade mal mit der Elgato Game Capture, die ich ja eigentlich habe, die ja eigentlich für Konsolen gedacht ist. Nehme jetzt gerade MC auf und vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß es nicht. So. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Und ich will gerne meine FPS-Zahl wieder oben links haben, aber irgendwie habe ich sie nicht. Ist ja klar, weil ich gerade mit meinem Notebook aufnehme. Das steht jetzt quasi rechts neben mir und ist quasi mit der Elgato und meinem PC verbunden. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, nicht Miesa-Textur, sondern Honeyball-Textur in Minecraft. So, gut. Ja, also wenn das funktioniert, dann nehme ich auch weiter mit der Elgato auf. Ist zwar ein bisschen kompliziert, aber naja, muss gehen. Und ich hoffe, ich nehme gerade auch mein Audio auf. Das wäre natürlich jetzt ganz blöd. So. Wo waren wir stehen geblieben? Mit dem Haus sind wir ja soweit normalerweise fertig. So. Ja, eigentlich schon. Gut. Genau, wir hatten letztens noch hier die Schafe. Wir waren mir noch ein bisschen beschäftigt. Der Shader ist schon geil hier. Mit dem Minecraft-Texturenpack. So, hier kommen wir nicht drüber. Ach ja, genau, wir haben Weizen angebaut. Da unten, glaube ich. So, komm. Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Wir hatten Weizen angebaut. Ich hoffe, der ist noch. Ja, genau. Super. So. Und so, und das war's dann schon. Gut. Und ihr zwei Schafe kommt mal mit. Und du vielleicht auch. Komm, komm. So. Komm. Okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Komm. Und dass auch die Qualität mal besser wird von meinen MC-Videos. Weil ich muss ja die Qualität immer brutal runterschrauben. Komm, hoch, hoch, hoch. Jetzt bist du in der Falle. So, und jetzt rein. Du auch. So, ich muss immer die Qualitäten total niedrig schrauben, runterschrauben, damit ich es aufnehmen kann. Mit dem Shader natürlich, mit dem Shader. Hallo, komm jetzt, du dummes Schaf. So, rüber, rüber, komm. Komm, geh rauf. Spring. Spring. Trau dich. Danke. So. Ja, es ist schon brutal idyllisch. Jetzt kommst du noch. Ja, den Map-Download gibt es auf jeden Fall bei Folge 310. Das weiß ich schon. Gut. Kommst du bitte? Danke. Und nochmal. Mit der Elgato nehme ich in 720p auf. Warum habe ich schon mal ein Uncharted Let's Play angesprochen? In Uncharted 1 habe ich das schon mal angesprochen. So, jetzt komm. Rauf. Rauf. Da einfach die Menge, also diese. Die Menge an. Die Größe der Datei dann in Sony Vegas nicht mehr verarbeitet werden kann. So. Ja, das müsste ich auch wegmachen. Boah, Sonne blendet. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Okay, doch. Müsste gehen. So. So, was machen wir denn als nächstes? Wo ich brutal gerne mal wieder hinschauen würde. Boah, es ist einfach episch. Es ist einfach episch. Der Sonnenuntergang. Stellen wir uns das mal schnell hin. Sieht wirklich geil aus. Doch. Ah, aber es ist ganz schön dunkel. Also gehen wir mal schnell pennen. Wo ich jetzt nochmal richtig gerne hingehen will und in alten Zeiten schwelgen. Da gehen wir jetzt auch hin. Da habe ich mich jetzt gerade irgendwie dazu entschlossen. Da gehen wir mal zur Homebase. Und genau beim Baugebiet ist jetzt unser Weizenfeld. So, da gehen wir jetzt zu Fuß hin. Da brauchen wir jetzt eigentlich die Bahn nicht mehr. Und dann können wir uns jetzt auch gleich mal die Landschaft mit dem Shader anschauen. Mit 34 FPS.
Es müsste aber so eingestellt sein, glaube ich. Nee, okay, gar nicht. So. Ja, die Elgato zieht natürlich ein bisschen Power, das ist schon klar. Weil vor allem mit zwei Bildschirmen, jetzt muss ja quasi einstellen bei Windows, dass die Elgato quasi ein zweiter Bildschirm ist. Weil sonst geht das ja nicht. So, dahinter geht's. Es ist schon brutal idyllisch. Sieht richtig mega hammer nice aus. So, ja, für die Zuschauer, die gerade neu hinzugekommen sind, zeigen wir jetzt auch mal die Staffel 3, die Staffel 3, Staffel 4 und Staffel 2 Map. Staffel 1 können wir, Map kann ich nicht zeigen, weil die Map gibt es nicht mehr. Das ist eine, also, ich habe bei Staffel 2 eine neue Map angefangen, deswegen gibt es den Staffel 1 Teil nicht mehr. Gut. Ja, sieht schon richtig nice aus. Ja, das Haus ist jetzt auch noch nicht fertig, auch wenn es fertig ausschaut. Hier. Fehlt. Okay, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich so viele Schafe habe. So, hier fehlt die komplette Inneneinrichtung. Kann ich ja mal schnell zeigen. Hier auch. Und oben erst recht. Naja, hier haben wir eine kleine Inneneinrichtung. Hier mit zwei Zimmern. Aber auch nur mit Betten. Hier fehlt noch das Detail. Die Liebe zum Detail. Und hier ist auch ein Bett drinnen. Ein Doppelbett. Das war's dann. Mehr ist hier nicht. Und wenn man jetzt noch eins rauf geht, das schaut auch nicht besser aus, muss ich leider zugeben. Das sieht ehrlich gesagt auch nicht besser aus. Und ganz oben auch nicht. Da, ganz oben auch nicht. Bin einfach nicht dazugekommen. So. Ja, genau. Das sollte einfach mal so eine Art Hotel werden oder so. Einfach so ein riesen Haus einfach. So, hier geht es dann zur U-Bahn, das machen wir später. Genau, dann hier ist unser Berghaus, wer es noch nicht kennt, mit Tür. Genau. Boah, ich kenne mich fast selbst nicht mehr richtig aus. Genau, hier war einfach so ein kleiner Raum. Hier hätte mal irgendwas hingehört. So, ich habe es eigentlich, glaube ich, nur gemacht, dass es symmetrisch ist. Zu dieser Tür hier ist unser Zauber. Raum ist auch nicht fertig, da fehlen auch noch einige Bücher. Hier ist die Tür. Ja, die sind ganz besonders. Die kann man hier aufmachen, wenn man auf die Druckplatten tritt. Die kann man aber auch hier aufmachen. Und man kann sie hier drüben aufmachen. Ja, das war kompliziert. So, hier ist dann unser kleines Lager. Aber auch noch nicht wirklich fertig beschriftet. Hier sind unsere wertvollsten Sachen drin. So, dann geht es hier raus. Hier ist eine Schlucht. Und hier geht es dann zu so einer komischen Galerie mit Bildern. Was steht hier? Pink Shroom. Bekannt aus Folge 932. Gegen die ganz spezielle Art von Pilzbefall. Jetzt nur 40 Euro. Naja, wenn er meint. Wenn er meint. So, gehen wir weiter. Ja, hier war dann unsere kleine Bar für unsere coole Terrasse. Und hier dann noch mal so ein kleines Abstellkammer mit Bett. Und hier dann noch so eine kleine Terrasse. Ja, ich weiß, das sieht scheiße aus. Gut. Gut. So. Und hier liegen, und hier geht's wieder zur Schlucht runter. Und hier unser Leuchtturm. Können wir auch mal gleich raufsteigen. Heute machen wir einfach mal so, was wir bis jetzt alles gebaut haben. Genau, hier dann unsere Felder. Und hier hinter gehen wir dann auch noch gleich. So. Genau, hier dann der Strandbereich. Mit kleiner Brücke. Hier wollte ich einmal einen See reinmachen, aber das war dann auch nichts. Hier fehlt sogar noch der Weg hin. Ist alles noch nicht gemacht. So, und hier ist dann unser Leuchtturm. Unser kleiner. Der war auch viel Arbeit. So. Und hier kriege ich immer den Lagerkollaps, wenn ich hier raufgehe. So. Boah, nicht runter. So, und 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 so. Und mit oben. So, hier da immer Glowstone hingehört, aber ja, wir hatten keinen. So, und hier dann nochmal so ein kleines Bauernhäuschen da drüben. Also wenn man jetzt den Weg quasi entlang geht, können wir auch dann gleich nochmal hinschauen. Genau.
Und wie wir jetzt runterkommen, deswegen ist auch hier diese Wassersäule. Hier bis dahin und dann. Einfach der schnellste Weg runter. Und dann höre ich die Tür wieder zu. Mehr gibt es auch hier, ehrlich gesagt, nicht. Hier wollte ich auch mal einen riesen Hafen hinbauen. Deswegen eigentlich auch der Leuchtturm, weil ich hier einen Hafen hinbauen wollte. Aber ja, irgendwie ist daraus nichts geworden. Irgendwie. So, dann hier. Das Haus hat mir richtig gut gefallen. Das war eigentlich das beste Haus. Das ist das beste Haus, was mir am besten gefällt. Vor allem hier dieser Bereich. Sei hier irgendwas drin? Ja, nein, nicht wirklich. So, hier sind dann ein paar Felder. Hier, das sind Karotten, glaube ich. Und das sind Kartoffeln. Und hier ist dann wieder ein bisschen Weizen. Das spiegelt sich sogar. Das ist neu, oder? Dass sich die Sachen in dem Wasser spiegeln. Ich glaube, das ist neu. Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. So, dann gehen wir hier mal wieder raus und gehen da runter. Ja, hier geht es dann runter in unser kleines. Hätte eigentlich auch mal Lager werden sollen. Aber hier sind keine Kisten. Und nach oben geht es dann einfach hier zu unser kleines Weizen- und Samenlager. Und hier ist dann unser kleines Bett wieder. So, dann geht es wieder runter. Wie gesagt, hier rechts dann unsere Schweine, unsere Schafe, unsere Kühe. Schafe haben wir nur so viele wie in diesem Leuchtturm da hinten. Kühe und Schweine, hier hinten ist ein Schaf, okay. So, dann gehen wir mal in die U-Bahn. Ja, wir haben sogar ein U-Bahn-System. So, ist egal, wo wir lang gehen. Hier geht es dann quasi unter die U-Bahn-Schienen durch. So, quasi hier geht es zur Staffel 3, also zu den anderen Staffeln, und hier geht es da lang, wo wir vorhin waren. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Minecart ist keins da, also wir werden mal zu Fuß gehen müssen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Okay, dann könnt ihr auch mal sehen, wie weit das überhaupt ist. Wir gehen schon ein Stückchen. Ich weiß selber nicht mehr, wo das ist. Hier ist ganz schön finster. Jetzt geht's runter wegen dem See. Ah, ich kann mich erinnern. Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Und hier, ich höre Lava. Ich höre Lava. Es ist nicht gut. Ich höre Lava. So. Komm. Haben wir Fackeln? Nö. Nö. Und die Eisentextur, das ist wie früher. Also Hannibal setzt wieder ein bisschen auf die alten Texturen, auch die Spitzhacke ist alt. Also für den früheren Texturen finde ich auch ehrlich gesagt viel cooler. Und zum Beispiel auch das Silber. Eisen, Eisen. So, jetzt sind wir wieder über Wasser. Ja, jetzt sind wir gleich da. Jetzt sind wir gleich da. Ja, ich weiß, dass hier Eisen liegt überall. Das weiß ich, das brauchte mir nicht erzählen. So, das war auch ewig. Ewigkeitsarbeit, hier diesen Tunnel auszuheben. Okay, ja. Wir haben Gegenverkehr. Deswegen gehen wir auch in der Mitte. Wir haben Gegenverkehr. So, jetzt sind wir eh gleich da. Jetzt hier nur noch rauf. Und dann sind wir schon da. In der Staffel 2 und Staffel 3, glaube ich. Ich habe selbst den Überblick verloren. So. Ja, und hier ist quasi dann Staffel 2. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich. Wir gehen nicht die da lang, wir gehen da lang, wir gehen rauf. So. Genau, da haben wir hier wieder in den Berg einen Gang. Dann gehen wir gleich mal nach links. Hier ist dann einfach so eine Brücke durch den Dschungel. Und rechts eines oder das erste Lager, was wir gebaut haben, auf dieser Map,